Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die trojanische Quest schaffen könnt, wie ihr das trojanische Zieglein befördern könnt, dann seid ihr hier genau richtig, denn wir müssen hier runter zu den Olympus-Statuen unten im Tal, ja, wo die ganzen Tempelanlagen, die kaputten sind. Dort werden wir hier zur Sphinx gehen und nebendran ist nämlich die Quest. Genau, hier sehen wir schon auch, hier steht das Pferde-Questlein und können es auch gleich anstarten. Ja, dafür müssen wir es nämlich einfach befördern. Da oben befördern. Fahren wir es mal. Los. Ja. Wieder rein. Jetzt. Ja, und hoch. Oh mein Gott, gleich schon voll verzwirbelt. Ja, toll. Und ich hänge fest. Seht ihr, mein Reifen, der hängt fest. Oh nein. Und schon mal einmal hier wieder wegziehen. Na, kann man den irgendwie hier mit der Zunge wegziehen. Ja. Komm schon, Holzziege. Okay. So. Lol. Mach doch nicht so krasse Sachen, Junge. Ich will auch mit dir fahren. So, jetzt müssen wir uns nur irgendwie drehen. Was ja natürlich voll gut geht. Nicht. Wow. Und Theo hat mich auch einmal gedreht. Beziehungsweise zu arg. Seht, das ist halt sehr träge. Oh Mann, diese Lenkung. Da drehen ja sogar die Reifen durch. Mensch. No grip. Und dazu echt voll der schlechte Lenkradius. Komm schon, komm schon. Habt ihr da auch so zu kämpfen? Lass mich mal wissen, schreibt es mal in die Kommentare. Nachdem wir uns jetzt einmal gescheit gedreht haben und das hier so eine Weile gedauert hat, muss ich das mal kurz ein bisschen schneiden. Kämpfen wir uns hier hoch, am besten mit Boost. Gucken, dass wir nicht gegen die Steine knallen, wie jetzt zum Beispiel. Dann kommen wir sonst nicht weiter. Komm schon, voll zähe, komm schon. Wow, 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 der lenkt nämlich halt wie so ein Stein. Der lenkt echt richtig bescheiden. Der Gott der Ziege lenkt schlecht. Jo, kann ich den ziehen oder so vielleicht? Geht vielleicht besser. Einfach mal anlecken. Ja, komm mit, Holzziege, komm mit. Komm Schmidt, ich glaube, das geht besser, oder? Ja. Ist ja egal, wenn es unkaputtbar ist. Dann machen wir das doch so. Ja. Dann haben wir das ums Eck gezogen und jetzt hier hoch mit dir. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ja, verkeilt dich ein bisschen, aber ist ja eh nicht schlimm, oder? Komm, einfach weiter. Solange die Zunge hält. Solange die Zunge mitmacht. Na ja, komm schon. Macht hier voll die Pirouetten. Ist ja egal, Hauptsache wir haben es oben. Und damit haben wir die Pferdequest abgeschlossen, Leute. Sehr schön. Ja, so muss nämlich sein. Und haben die Centurio-Rüstung damit bekommen und tanzen noch eine Runde mit Theo. Wuhu! Yeah! Genau, und damit haben wir sich auch ein bisschen den Riss erweitert. Genau, und wenn ihr nämlich auch noch weitere Quests benötigt, um den Riss final zu öffnen oder weiteres Gear fehlt, dann klickt doch mal hier auf das nächste Video. Nicht verpassen! Bis dann. Bye.